Bei Schultransformation geht es darum, Bildung neu zu denken. Das betrifft zum einen Inhalte. Wir haben da schon einen nationalen Aktionsplan, der uns dazu aufruft, die zentralen Herausforderungen, sprich die Agenda 2030, ins Zentrum zu setzen. Das zweite betrifft das Wie des Lernens. Interessengeleitet, partizipativ, in Teams, an Lösungen arbeiten, an Projekten arbeiten. Das Dritte betrifft, und das macht es schwer, die Haltung der Erwachsenen. Denn die muss sich verändern. Die müssen ihre Belehrungsrolle aufgeben. Sie müssen Kinder aufrichten statt unterrichten und Lernprozessbegleiter werden. Dafür brauchen sie Unterstützung. Erstmal muss man zu einer Vision kommen. Wir sind ja festgehalten in alten Annahmen und Mustern. Also viel lesen, sich viel anschauen, hospitieren gehen. Es ist schon wahnsinnig viel in der Welt. Und dann eine Situationsanalyse machen. Wo stehen wir da eigentlich? Was wollen wir? Und zum Beispiel eine Zukunftswerkstatt veranstalten und dann loslegen. Partizipation ist, alle einzubinden. Das heißt, von der ersten Sekunde an die Kinder und Jugendlichen ins Boot und natürlich auch die Eltern. Also nicht die Lehrer entwickeln was und später dürfen die dann zustimmen oder sich auch noch einbringen. Und das Zweite ist agil mit ganz anderen Methoden arbeiten. Dafür sind Lehrerinnen und Lehrer nicht ausgebildet. Deshalb brauchen Schulen Transformationsbegleitung. Also Werte kann man nicht predigen, Werte muss man leben. Und wenn Lernen sich neu gestaltet, wenn Kinder und Jugendliche sich einbringen können, wenn ein Großteil der Lernzeit so gestaltet ist, dass sie ihren eigenen Interessen und Fragen nachgehen können, dann haben wir Demokratie. Demokratie endet aber nicht am Schultor, deshalb Lernen im Leben, raus, Verantwortung übernehmen, für mich, für andere, für unseren Planeten. Also inklusiv heißt, jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist verschieden und das erfordert natürlich eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten, Lernorten, anderen Zeitmustern und anderen Organisationsmodellen. Und so dass eben Kinder sich entdecken können, ihre Potenziale entdecken können, merken können, wow, das steckt alles in mir. Und dafür brauchen wir eben neue Formate, neue Zeiten, viele Orte und viele Menschen rein in die Schule, die inspirieren können und lernen neu denken, völlig neu denken. Im normalen Frontalunterricht kann das nicht gelingen. Da sind immer welche unter- und überfordert. Außerdem ist der fremdbestimmt durch Standards. Vieles interessiert Jugendliche gar nicht, was sie da lernen sollen. Wenn die Kinder die Möglichkeit haben, wow, das interessiert mich, dazu dann Unterstützung bekommen, ihren eigenen Fragen nachgehen können, wenn sie sich als selbstwirksam erleben, wenn sie wirklich was machen können, rausgehen können, Changemaker sein können, Verantwortung übernehmen können und die Erwachsenen trauen ihnen das zu. Das ist das Wichtige. Boah, da glaubt jemand an mich. Das hat eine ungeheure Kraft für die Kinder. Das ist wieder die Haltung der Erwachsenen. Dann lernen die natürlich mit Freude, denn jedes Kind hat mit Freude gelernt, bevor es in die Schule kam. Und viel, viel zu vielen geht die Begeisterung am Lernen verloren. Das dürfen wir nicht länger zulassen. Also die Prüfungs- und Bewertungskultur ist Gift für die Transformation und überhaupt für Freude am Lernen. Stellen Sie sich vor, als Erwachsener, Sie müssten 5-mal, 6-mal am Tag was Unterschiedliches tun, was keinen Zusammenhang hat und würden ständig dazu geprüft und überprüft und bewertet und davon hängt dann noch viel ab. Da würden wir alle aussteigen. Also
Wer Leistung will, muss Sinn anbieten. Das ist mal das Erste und nicht die Eins. Ja, ich bin sehr für Leistung, aber Lernen läuft über Begeisterung, Begeisterung läuft über Sinn. Das Zweite ist, es gibt viele Möglichkeiten. Natürlich ist es wichtig zu sehen, wow, das gelingt mir schon, da möchte ich noch hin, da bekomme ich Unterstützung. Also viele Gespräche, Reflexionsgespräche einbauen. Lehrerinnen und Lehrer und die Erwachsenen, die da im System sind, die sind natürlich Coaches und Prozessbegleiter, das auch wieder wichtig in der richtigen Haltung, nicht defizitorientiert, müssen sie alles lernen, ihre Ausbildung muss sich ändern. Und dann gibt es Portfolios, dann gibt es heute auch durch die neuen Medien so viele tolle Möglichkeiten, wie ich das, was ich gelernt habe und gemacht habe, zeigen kann, etwas Gestalterisches und so weiter. Ja, und es geht um Zukunftsskills und nicht um auswendig gelerntes Wissen rauszuspucken und das mit einer Note zu belegen. Denkt über diese alte Schule hinaus. Denkt, was wäre, wir würden heute die Schule erfinden. Ja, habt das als Folie im Hintergrund und nicht alles das, was ihr denkt, was Schule sei und sein müsste. Dann werdet ihr selber Visionen haben in dem, was ihr entwickelt und dann auch Freude daran haben.